des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Freut mich, dass wir heute wieder beisammen sind, die heilige Messe zu feiern. Wenn ihr wissen würdet, dass ihr noch 10 Minuten zu reden habt, was würdet ihr dann machen? Denn wir denken, jeder, der einen plötzlichen Tod stirbt, der hat das 10 Minuten vorher nicht gewusst. Und dann stellt er von mir, so wie er ist, was hätte der anderes gemacht? Was wäre wirklich wichtig gewesen? Aber dann ist es zu spät. Es ist besser in frühen Jahren, aber gut vorbereitet zu sterben, als in hohem Alter, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und dann diese Wahrheit ein Leben lang verdrängt. Aber einmal stehen wir vor Gott. Wisst ihr wann? Hier und jetzt stehen wir vor Gott. Und er sieht auf unser Herz. Genauso wie er am letzten Tag. Unser Herz. Jetzt haben wir die Chance, diesen Augenblick, diese Begegnung mit Gott ganz konkret werden zu lassen. Diese heilige Messe ist im Grunde nur ein bisschen eine verborgene Form für das absolute, endgültige. Wir können uns bleiben Segnungen begeben. Aus ganzem Herzen miteinander jetzt bitte. Ich bekenne Gott den Allmächtigen und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes und Gras und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Israel, höre die Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich euch zu halten lehre. Hört und ihr werdet leben. Ihr werdet in das Land, das der Herr, der Gott eurer Väter euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Ihr sollt dem Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Ihr sollt auf die Gebote des Herrn, eures Gottes, achten, auf die ich euch verpflichte. Ihr sollt auf sie achten und sollt sie halten, denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk, denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsvorschriften, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott.